Grüß euch miteinander. Im Internet Daten angeben, für sich irgendwo zu registrieren oder etwas zu kaufen, das machen wir beständig, ist völlig normal, Alltag. Und wir gehen aber davon aus, die Daten sind dort, wo wir sie deponieren, sicher. Das ist zentral. Wie schnell so Daten in falsche Hände sind, das zeigen jetzt zwei IT-Spezialisten, die sich bei meinem Kollegen Christoph Schneider anonym gemeldet haben mit der Botschaft, dank deiner Kinokarte wissen wir fast alles über dich. Jetzt treffen die zwei IT-Sicherheitsexperten, die die Lücke in dieser Kinokundendatenbank gefunden haben. Sie haben mir gesagt, dass sie sogar auf meine Kinokarte zugreifen, wo Geld drauf ist, und von dieser Karte können Geld abzügeln, um sich ein Ticket zu kaufen. Ob das wirklich funktioniert, wollte ich jetzt fragen. Der Kassenstolz-Redaktor trifft die beiden Informanten an einer Kinomeile in Zürich. Ich könnte mir jetzt ein Ticket zeigen, das ihr angeblich hätte können kaufen mit meinem Geld. Klar. Da ist es. Okay. Tatsächlich. Kino Riffraff, ein Ticket. Die zwei Mitarbeiter einer IT-Sicherheitsfirma wollen anonym bleiben, da sie eine Klage seitens der betroffenen Kinos riskieren. Jetzt halt sie mich wunder, da steht jetzt mein Name nicht drauf, ob das bei mir auf meinem Konto überhaupt abgebucht worden ist. Ist mein Kontoauszug? In der Tat, 28 Franken des Guthabens sind weg. Doch wie haben sie das geschafft? Wir haben deinen Account übernehmen und haben Zugriff auf alle deine Daten, also Telefonnummern, Adressen. Und haben auch gesehen, dass du eine Kinokarte hast mit Geld drauf. Und mit der haben wir dann das Ticket gekauft, ohne dass du etwas davon mitbekommen hast. Aber ja, ich habe kein Mail bekommen. Sonst bekommen wir auch ein Mail über. Genau, das Bestätigungsmail haben wir unterdrücken. Ach, krass. Immerhin, auf die Kreditkarte des Kassensturzredaktors haben sie keinen Zugriff. Aber auf Tausende von Kundendaten von mehreren Kinos. Diese Kundenaccounts können laut den zwei Experten heruntergeladen oder sogar gelöscht werden. Betroffen sind die Kundendaten der Zürcher Kinos Houdini, Riffraff, die fünf Arthouse-Kinos sowie das Bourbaki in Luzern. Sie alle verkaufen ihre Online-Tickets über dieselbe Plattform. Kassensturz zeigt einen Auszug der Kundendaten Mark Ruf, renommierter IT-Sicherheitsexperte. Er spricht von einer gravierenden Sicherheitslücke. Die Daten haben einen gewissen Wert, also sprich, die können gehandelt werden. Es gibt Leute, die die kaufen wollen. Und ein klassisches Ziel oder Bedürfnis, das man mit so Daten hat, ist, dass man zum Beispiel sehr spezifisches Phishing machen kann, dass man die Leute anschreiben kann, sehr personalisiert. Und dann zum Beispiel kann fragen, ob es ein Passwörter oder irgendwelche Zahlungsinformationen rausgeben. Und wie reagieren betroffene Kinogänger, wenn sie mit ihren eigenen Daten konfrontiert werden? Zum Beispiel Ilir Pinto. Er hat keine Ahnung, was er jetzt zu sehen bekommt. Name, Vorname, E-Mail-Adresse von euch. Ich nehme an, das ist korrekt. Ja. Und Telefonnummer, Adresse, wo ihr wohnt. Ja. Ist auch korrekt. Mhm. Und man sieht hier, ihr seid im Kino gewesen, im Riffraff. Ja. Hier, den Well schauen. Am 14. April. Das stimmt, ja. Was sagt ihr jetzt dazu, dass wir die Daten von euch haben über den Kinobesuch? Ich finde es bedenklich. Kassensturz trifft einen der beiden Informanten. Dieser liefert den Beweis, dass sie Zugriff auf alle Kundendaten der betroffenen Kinos haben. Tatsächlich, er zeigt die anonymisierten Daten dutzender Kinokunden, die sich registriert haben, mit Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Zeit des Kinobesuchs, Sitzplätzen und Login-Daten. Da sieht man zum Beispiel auch, wenn das letzte Mal eingeloggt worden ist, wenn der Account erstellt worden ist. Und weiter unten da hat es jetzt eine Buchung drin von einem Film, wo jemand schaut. Da sieht man, wenn der Film anfängt, aufhört, wo es ist und so weiter, inklusive auch der einzelnen Sitzplätze da. Ah, da sieht man zum Beispiel Sitz Nummer 7 und Reihe 5. Genau, ja. Auf die Online-Ticket-Seite wurden die IT-Experten aufmerksam, weil sie den Anschein erweckte, nicht auf dem neuesten technischen Stand zu sein. Mit üblichen Softwareentwickler-Tools untersuchten sie die Seite und fanden innerhalb 90 Minuten eine Sicherheitslücke. Danach wandten sie sich an den Kassensturz-Redaktor. Wir sind der Meinung, dass so etwas anständig gemeldet werden muss.
Aber leider kommt auch immer wieder vor, dass wenn man so etwas meldet, dass die ja, Firmen oder Institutionen keine Freude haben und somit mit Anzeige drohen, weil es ist ein rechtlicher Graubereich allenfalls. Und darum haben wir uns entschieden, dann, ja, uns an dich zu wenden, um auch einen gewissen Schutz können haben. Am Abend zurück in der Zürcher Kinomeile. Heute mache ich ein kleines Experiment. Ich gehe selber ins Kino. Und ich weiss schon von einigen Leuten, die auch ins Kino gehen, aufgrund ihrer Daten. Ich weiss, wo sie hocken, ich weiss, welchen Platz sie haben. Und ich kenne ihre Telefonnummer zum Beispiel. Jetzt wollte ich schauen, ob sie finden und wie sie darauf reagieren. Im Kinosaal kommt es noch zu keinem Treffen, nur zu einem SMS-Kontakt mit einer Besucherin. Nach dem Film der Versuch, Melanie Lüber telefonisch zu erreichen. Kassensturz will sie mit ihren Daten konfrontieren. Und da kommt sie schon. Ich zeige dir jetzt deine Daten. Stimmt das alles? Ja, das bin ich. Was sagst du dazu, das jetzt zu sehen? Das ist seltsam. Warum ist es seltsam für dich? Ich komme aus Sushi im Kanton Freiburg. Jetzt bin ich hier in Zürich im Kino und du weißt das alles. Das ist sehr speziell. Das fühlt sich an, als würde ich verfolgt werden. Kassensturz konfrontiert die verantwortliche Kinofirma mit der Sicherheitslücke der Ticketplattform. Vor der Kamera will die Firma keine Stellung nehmen. Sie schreibt aber, dass sie dankbar sei, über die Sicherheitslücke informiert worden zu sein. Die Kinofirma wurde sofort aktiv. Die Schwachstelle wurde geschlossen und kann nicht wieder auftreten. Die Prüfung der Protokolldateien hat keinen Missbrauch ergeben. Somit ist kein Schaden entstanden und es sind auch keine weiteren Maßnahmen unserer Kundinnen und Kunden notwendig. Zudem sei die Kino-Applikation von einer spezialisierten Firma getestet worden. Das Resultat? Es gebe keine weiteren Schwachstellen. Auch die zwei IT-Experten haben es nochmals versucht und bestätigen, dass die bekannte Sicherheitslücke geschlossen ist. Was die IT-Spezialisten mit unserem Kassensturzredakteur Christoph Schneider gemacht haben, das kann uns allen passieren. Das heisst, unsere Daten können missbraucht werden, sobald sich im Netz so eine Lücke auftut. Ein grundsätzlicher Tipp in diesem Zusammenhang gibt es, dass ihr auf diesen digitalen Plattformen, wo ihr irgendetwas konsumieren wollt und für das Daten von euch gefragt seid, wirklich nur das angeben, was die unbedingt wollen. Also kein Telefon angeben, keine Privatadresse oder eine Mail angeben, wenn das nicht zwingend nötig ist.